Bilbo war ganz allein. Auf einmal war es ihm, als würde es wärmer. Glüht da unten nicht etwas? Dachte er. Wirklich? Da glühte etwas. Und als er weiterging, wurde es immer deutlicher. Es war kein Zweifel möglich. Ein roter Lichtschein wurde ständig heller. Außerdem war es ohne Frage richtig heiß im Tunnel geworden. Qualmsträhnen zogen an ihm vorbei und Bilbo fing an zu schwitzen. Vor ihm lag in den Wurzeln des Gebirges der unterste Keller, das Verlies der alten Zwerge. Der Raum war fast dunkel, sodass man seine Größe nur erraten konnte. Aber vom Felsboden der Halle stieg ein gewaltiges Glühen auf. Das Glühen von Smaug. Da lag er, der rot-goldene Drache, und war fest eingeschlafen. Ein Rasseln fuhr aus Schlund und Nüstern, Strähnen von Rauch, aber sein Feuer gloste nur schwach im Schlummer. Unter ihm, unter seinen Gliedern und dem mächtigen aufgeringelten Schwanz neben ihm und weiter überall auf dem unsichtbaren Boden lagen zahllose Haufen kostbarer Dinge, verarbeitetes und nicht verarbeitetes Gold, Gemmen und Juwelen und Silber, das im Lichtschein rotfleckig schimmerte. Smaug lag mit zusammengefalteten Flügeln wie eine unendlich große Fledermaus, ein wenig auf der Seite, sodass der Hobbit seine Brust erblicken konnte und seinen langen, fahlen Wanst, in dem vom langen Liegen auf dem kostbaren Bett Gemmen und Stücke aus Gold fest verkrustet waren. Hinter Smaug, wo die Wand am nächsten war, konnte man Kettenhemden, Helme und Streitäxte schimmern und Schwerter und Speere hängen sehen. Und dort standen auch in Reihen große Krüge und andere Gefäße gefüllt mit einem Reichtum, der nicht abzuschätzen war. Es war, als ob Jahre vergangen waren, bis er sich von diesem Anblick losriss. Aus dem Schatten der Tür stahl Bilbo sich über den Fußboden zum Rande des nächstliegenden Schatzhügels. Über ihm lag der Drache, eine schauerliche Gefahr selbst noch im Schlaf. Bilbo ergriff einen großen zweihänkligen Pokal, der so schwer war, dass er ihn gerade noch tragen konnte, und schielte ängstlich hinauf zum Drachen. Smaug zuckte mit einer Schwinge, öffnete eine Klaue. Da floh Bilbo. Aber der Drache erwachte nicht. Nicht jetzt. Er wechselte bloß in eine andere Art Träume hinüber. Träume von Gier und Gewalt, während er in seiner Raubhalle lag und der kleine Hobbit sich den ganzen langen Tunnel zurück abmühte. Balin war überglücklich, den Hobbit wiederzusehen. Er war ebenso erfreut wie überrascht. Er hob Bilbo hoch und trug ihn an die frische Luft. Es war Mitternacht. Wolken hatten die Sterne verdeckt, aber Bilbo lag da mit geschlossenen Augen, schwer atmend und glücklich, dass er die frische Luft wieder in seinen Lungen spüren konnte. Die Ausgelassenheit der Zwerge bemerkte er kaum, hörte nicht, wie sie ihm auf den Rücken klopften und sich und alle ihre Angehörigen auf Generationen hinaus in seinen Dienst stellten. Noch immer reichten die Zwerge den Pokal einander zu. Da war es, als ob ein alter Vulkan sich besonnen hätte und einen neuen Ausbruch vorbereitete. Diebe. Feuer. Drachen können zwar keinen sinnvollen Gebrauch von ihrem Reichtum machen, aber in der Regel kennen sie ihren Besitz bis aufs Gramm. Besonders, wenn sie sehr lang darauf gelegen haben. Und Smaug war keine Ausnahme.
Er brüllte wie unterirdischer Donner und raste von seinem tiefen Lager durch das große Tor hinaus in die gewaltigen Gänge des Bergpalastes und hinauf zum Hauptausgang. Er stürzte aus dem Tor, das Wasser stieg als wütender, pfeifender Dampf auf und dann rauschte der glühende Smaug hoch in die Luft und ließ sich in einem Feuerball von grünen und scharlachroten Flammen auf dem Berggipfel nieder. Die Zwerge hörten das schreckliche Rauschen seiner Schwingen. Sie krochen schnell in den Gang hinein, aber nicht sehr tief. Dann und wann in der Nacht konnten sie das Gebrüll des fliegenden Drachen hören, der wohl um die Bergflanken jagte. Manchmal wuchs es an, dann erstarb es wieder. Als der Morgen kam, löste sich der Schrecken der Zwerge ein wenig. Sie sahen ein, dass Gefahren dieser Art schlechterdings unvermeidlich waren, wenn man es mit einem solchen Wächter zu tun hatte. Und sie stritten lange darüber, was jetzt getan werden sollte. Jedoch es fiel ihnen nichts, aber auch gar nichts ein, wie sie Smaug loswerden konnten. Nun, das war ja schon immer der schwache Punkt in euren Plänen. Bilbo fühlte sich veranlasst, dies zu bemerken. Aber wie es in der Natur von Leuten liegt, die ganz und gar verwirrt sind, so fingen sie jetzt an, gegen den Hobbit zu murren. Ja, sie beschimpften ihn für das, was ihnen erst so sehr gefallen hatte. Bilbo, der den Pokal gestohlen hatte, war jetzt schuld, dass der Zorn von Smaug so früh entflammt war. Was soll ein Meisterdieb denn anderes tun? Ich wurde nicht angestellt, um Drachen zu töten. Das ist Kriegshandwerk. Schätze sollte ich stehlen. Ich machte den besten Anfang, den ich machen konnte. Oder habt ihr erwartet, dass ich den ganzen Hort von Tror auf einmal auf dem Rücken herschleppe? Wenn hier jemand zu murren hat, so bin ich es. Ihr hättet 500 Meisterdiebe mitbringen sollen und nicht bloß einen. Es wirft bestimmt ein gutes Licht auf euren Großvater. Aber ihr könnt nicht behaupten, dass ihr mir jemals das Riesenausmaß seines Reichtums klargemacht habt. Ich müsste hunderte von Jahren schleppen, um alles heraufzuholen. Falls ich 50 Mal so groß und Smaug so zahm wie ein Kaninchen wäre. Er hat recht. Und ich bitte um Verzeihung. Was schlagt ihr vor, Mr. Beutlin? Ach, ich habe im Augenblick keine Idee, falls es euch um den Abtransport des Schatzes zu tun ist. Das hängt offensichtlich ganz davon ab, ob das Glück sich noch einmal wendet und wir Smaug loswerden können. Mit Drachen fertig zu werden, liegt ganz und gar nicht in meiner Linie. Aber ich will mein Bestes tun und darüber nachdenken. Persönlich, das muss ich sagen, habe ich keine Hoffnung. Und ich wünschte bloß, ich wäre glücklich wieder zu Hause. Das spielt im Augenblick keine Rolle. Was soll jetzt geschehen, heute? Ich will euch ein Angebot machen. Ich nehme meinen Ring und schleiche heute Mittag hinunter. Denn wenn überhaupt, dann macht Smaug heute Mittag ein Nickerchen. Und dann werde ich ja sehen, was mit ihm los ist. Vielleicht kommt dabei etwas heraus. Jeder Wurm hat seine weiche Stelle, pflegte mein Vater zu sagen. Obgleich ich glaube, dass sich dieser Spruch nicht auf persönliche Erfahrung gründet. Die Sonne schien, als er losging. Aber im Gang herrschte finstere Nacht. Das Licht der fast geschlossenen Tür verblasste rasch, als Bilbo hinunterstieg. Der alte Smaug ist abgekämpft und eingeschlafen. Er kann mich nicht sehen und gehört dürfte er mich auch nicht haben. Nur Mut, Bilbo. Smaug sah jedenfalls fest eingeschlafen aus, nahezu tot und dunkel. Kaum einen Schnaufer, der mehr war als ein Hauch unsichtbaren Dampfes, gab er von sich, als Bilbo abermals durch den Eingang spähte. Der Hobbit wollte gerade in die Halle treten, als er plötzlich einen dünnen, durchdringenden roten Strahl unter dem hängenden Lid von Smaugs linkem Auge gewahrte. Smaug tat nur so, als ob er schliefe. Er bewachte den Tunneleingang. Hastig flüchtete Bilbo zurück und pries seinen Ring. Dieb, ich rieche dich. Ich spüre deinen Luftzug. Ich höre deinen Atem. Komm, bediene mich. Hier ist genug. Nein, vielen Dank, O Smaug, du fürchterlicher.
Ich wollte keine Geschenke von dir haben. Ich wollte dich nur anschauen und sehen, ob du wirklich so groß bist, wie die Geschichten erzählen. Ich glaube nämlich nicht daran. Glaubst du es jetzt? In der Tat. Lieder und Sagen kommen überhaupt nicht an die Wirklichkeit heran. Oh, Smaug, du größtes und schrecklichstes aller Unglücke. Für einen Dieb und Lügner hast du hübsche Umgangsformen. Mein Name scheint dir wohl vertraut zu sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich zuvor schon einmal gerochen hätte. Wer bist du? Und woher kommst du, wenn ich fragen darf? Du darfst gern fragen. Ich komme unten vom Berg und unter den Bergen her. Und über die Berge ging es auch. Und durch die Luft. Ich bin derjenige, der unsichtbar kommt. Das glaube ich gern. Aber das ist gewiss nicht dein gewöhnlicher Name. Ich bin der Spurfinder, der Netzflitzer, die stechende Fliege. Ich wurde wegen der Glückszahl genommen. Wunderschöne Titel. Aber Glückszahlen treffen nicht immer. Ich bin derjenige, der seine Freunde lebendig einsargt, sie ertränkt und dann doch wieder lebendig aus dem Wasser zieht. Ich kam aus dem Ende eines Beutels, aber über mich kam kein Beutel. Das klingt nicht sehr glaubwürdig. Ich bin der Freund von Bären und der Gast von Adlern. Ich bin ein Ringfinder und Glücksträger und ein Fassreiter bin ich auch. Das ist schon besser. Aber lass deine Fantasie nicht mit dir durchgehen. Dies ist sicher die richtige Art, mit Drachen zu reden, wenn man seinen eigentlichen Namen nicht verraten will, was sehr klug ist. Kein Drache kann dem Zauber einer Rätselsprache widerstehen. Es macht ihm auch nichts aus, wenn er mit den Versuchen, sie zu lösen, Zeit vergeudet. Es gab eine Menge Nüsse für Smaug zu knacken. Und Smaug verstand kein Wort. Aber er glaubte, er verstünde genug. Ich dachte, es wäre schon heute Nacht. Seemenschen, irgendein Plan dieser elenden, mit Fässern handelnden Seemenschen. Oder ich würde eine Eidechse sein. Ich bin seit langer, langer Zeit nicht mehr da unten gewesen, aber das werde ich bald ändern. Sehr gut, oh Fassreiter. Vielleicht war Fass der Name deines Ponys. Vielleicht auch nicht, obgleich es fett genug war. Du kannst meinetwegen unsichtbar sein, aber gegangen bist du nicht den ganzen Weg. Lass dir erzählen, dass ich heute Nacht 6 Ponys gefressen habe und die anderen werde ich auch bald fangen und fressen. Als Anerkennung für dieses vorzügliche Frühstück will ich dir zu deinem Besten einen guten Rat geben. Lass dich, soweit du es vermeiden kannst, nicht mit Zwergen ein. Zwerge? Mach mir nichts vor. Ich kenne den Geruch und den Geschmack von Zwergen. Nichts kenne ich besser als gerade den. Erzähl mir nicht, dass ich ein von Zwergen gerittenes Pony verspeise und es nicht merke. Du wirst ein übles Ende nehmen, wenn du dich mit solchen Freunden abgibst, die Fassreiter. Mir macht es nichts aus. Du kannst umkehren und es ihnen gern erzählen. Bilbo wurde es allmählich ungemütlich. Jedes Mal, wenn Smaugs umherschweifendes Auge, das im Schatten nach ihm suchte, über ihn hinwegblitzte, zitterte er. Ein unerklärliches Verlangen ergriff, ihn herauszukommen, sich zu zeigen und Smaug die Wahrheit zu sagen. Er war in der Tat in ernster Gefahr, dem Drachenzauber zu erliegen. Aber er nahm seinen Mut abermals zusammen. Du weißt nicht alles, o Smaug, du Mächtiger. Nicht allein das Gold brachte uns hierher. Ich will dir etwas verraten. Das Gold
war bloß ein Hintergedanke. Wir kamen über den Berg hinweg und unter dem Berg hindurch auf Wellen und mit dem Wind aus Rache. Sicher, O Smaug, du unendlich Reicher, du musst begreifen, dass dein Erfolg dir erbitterte Feinde gemacht hat. Ein verheerendes Lachen, das Bilbo einfach auf den Boden warf, während hoch droben im Gang die Zwerge zusammenkrochen und sich nichts anderes vorstellen konnten, als dass es mit dem Hobbit ein plötzliches und scheußliches Ende genommen hätte. Rache, Rache! Der König unter dem Berg ist tot, und wo sind seine Nachkommen, die ihn zu rächen waren? Girion, Fürst auf Dahl, ist tot, und wie ein Wolf unter den Schafen habe ich sein Volk gefressen. Wo sind seine Enkelsöhne, die es wagen, mir zu nahen? Oh, ich lieg und besitz, lass mich schlafen. Meine Rüstung ist ein zehnfacher Schild, meine Zähne sind Schwerter. Meine Klauen, Speere, das Aufschlagen meines Schwanzes ist ein Donnerkeil. Meine Schwingen sind Wirbelstürme und mein Atem bringt den Tod. Ich habe immer geglaubt, dass Drachen unterwärts etwas empfindlicher sind. Besonders in der Gegend der Brust, sagen wir mal. Aber zweifellos, ein so gerüsteter, gewaltiger Drache hat daran gedacht, nicht wahr? Eure Kenntnisse sind veraltet. Unten wie oben bin ich mit Eisenschuppen und steinharten Gemmen ausgerüstet. Oh, keine Linie dringt jemals hindurch. Ich hätte es mir denken können. Wirklich, nirgendwo ist einer, der dir das Wasser reichen könnte. O Fürst Smaug, du Undurchdringlicher, welch eine Herrlichkeit, eine Weste aus feinsten Diamanten zu besitzen. Ja, in der Tat, das ist selten und wundervoll. Smaug fühlte sich ungewöhnlich geschmeichelt. Er wusste nicht, dass der Hobbit bei seinem ersten Besuch schon einen Blick auf seine eigentümliche Unterbekleidung geworfen hatte und dass es ihn aus ganz besonderen Gründen gelüstete, noch einmal genauer nachzuschauen. Der Drache rollte sich herum. Schau, was meinst du dazu? Das ist ja toll, wunderbar, vollkommen und fehlerlos. Geradezu verblüffend. Aber im Innern dachte Bilbo... Da ist doch ein leerer Fleck an seiner linken Brust. Wunderbar! So nackt wie eine Schnecke ohne Haus. Vollkommen und fehlerlos. Nachdem er das gesehen hatte, wollte Mr. Beutlin auf schnellstem Wege verschwinden. Sehr schön. Aber jetzt will ich deine Herrlichkeit nicht länger stören und dich deines viel benötigten Schlafs nicht länger berauben. Ich glaube, dass Ponys schwer zu fangen sind, wenn sie einen großen Vorsprung haben. Und mit Meisterdieben. Ist das ebenso? Es war eine unglückselige Bemerkung. Denn der Drache spie enorme Flammen hinter ihm her. Er hatte sich schon sehr geschmeichelt gefühlt, weil er sich so klug mit Smaug unterhalten konnte. Aber der Fehlgriff am Schluss brachte ihn zu Verstand. Lach nie über Drachen, solange sie lebendig sind. Und das wurde später einer seiner Lieblingssprüche. Heute ist es sogar ein Sprichwort. Fast war es Abend geworden, als Bilbo wieder herauskam, stolperte und in Ohnmacht fiel. Die Zwerge brachten ihn wieder zum Bewusstsein und kümmerten sich um seine Brandblasen, so gut sie konnten. Aber der Hobbit hatte Sorgen und er fühlte sich unbehaglich. Die alte Drossel saß dicht neben ihm auf einem Felsen und lauschte mit schiefem Kopf auf jedes Wort, das gesprochen wurde. Zum Henker mit diesem Vogel! Ich glaube, er hört zu und ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Man sah, Bilbo hatte schlechte Laune. Lass ihn zufrieden. Drosseln sind freundlich und gutmütig. Dies ist ein sehr alter Vogel. Die Leute von Dahl hatten die Gabe, ihre Sprache zu verstehen.
Sie benutzten die Drosseln als Boten und schickten sie zu den Menschen an den See und sonst wohin. Na schön, so wird dieser Vogel bald Neuigkeiten nach Seestadt bringen, falls er drauf aus ist. Obgleich ich nicht annehme, dass dort noch irgendjemand übrig geblieben ist, der sich um die Drosselsprache kümmert. Aber warum? Was ist denn geschehen? Nun erzählt doch endlich. Und Bilbo erzählte schließlich alles, woran er sich erinnern konnte, und er vertraute ihnen an, dass er ein sehr unangenehmes Gefühl habe. Ich bin sicher, Smaug weiß, dass wir von Seestadt gekommen sind und Hilfe von dort erhalten haben. Und ich habe das schreckliche Gefühl, dass sein nächster Ausflug dorthin gehen wird. Ich wünschte bloß, ich hätte nie etwas vom Fassreiter erzählt. In dieser Gegend würde selbst ein blindes Kaninchen gleich an die Menschen vom See denken. Nun ja, wenn schon. Es ist nicht mehr zu ändern. Und es ist sehr schwer, der Fragerei eines Drachen auszuweichen. Das habe ich oft genug gehört. Meiner Meinung nach habt ihr euer Bestes getan. Ihr habt etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Außerdem seid ihr lebendig zurückgekehrt. Und das ist mehr, als die meisten von denen berichten können, die mit Smaug oder einem anderen von seiner Sippschaft gesprochen haben. Zu wissen, dass der alte Lindwurm auf seiner Diamantenweste eine nackte Stelle hat, ist ein Geschenk des Himmels. Na, ich bin ganz sicher, dass wir an dieser Stelle hier völlig ungeschützt sind. Smaug weiß jetzt, wie ich hinunter in seine Halle gekommen bin, und ihr könnt ihm schon zutrauen, dass er auch weiß, wo der Eingang des Stollens liegt. Wenn nötig, zerschlägt er die ganze Bergflanke zu Krümeln, um uns den Eintritt zu verwehren. Und wenn wir dabei zerschmettert werden, so wird ihm das noch lieber sein. Unsere einzige Hoffnung ist, gut in den Stollen zu kommen und die Tür zu schließen. Es war Bilbo so ernst, dass die Zwerge schließlich taten, was er sagte. Obgleich sie das Schließen der Tür vorerst noch aufschoben, es schien ihnen doch ein verzweifelter Plan zu sein, denn keiner wusste, ob oder wie man die Tür jemals von innen wieder öffnen konnte. Und der Gedanke, auf einem Platz eingesperrt zu sein, dessen einziger Weg hinaus durch das Drachenlager führte, war in keiner Weise verlockend. Bilbo wurde immer unruhiger. Schließ die Tür! Ich fürchte diesen Drachen bis ins Mark. Die Stille gefällt mir viel weniger als der Aufruhr in der letzten Nacht. Schließ die Tür, ehe es zu spät ist! Etwas in seiner Stimme machte den Zwergen die Geschichte ungemütlich. Thorin schob zögernd seine Träume beiseite, stand auf und trat den Stein fort, der die Tür festhielt. Dann legten sie sich gegen die Tür und mit einem Schnappen und einem leisen Klingen fiel sie ins Schloss. Keine Spur von einem Schlüsselloch war auf der Innenseite übrig geblieben. Sie waren im Berg eingeschlossen. Und nicht einen Augenblick zu früh. Kaum waren sie ein Stück in den Tunnel hinabgegangen, als die Bergflanke wie vom Aufkrachen eines Rammbockes getroffen wurde, als hätten Riesen einen Mauerbrecher aus gewaltigen Eichenstämmen dagegen geschleudert. Was bei offener Tür geschehen wäre, möchte ich nicht ausdenken. Sie flohen tiefer in den Tunnel, froh, dass sie noch lebendig waren. Nachdem der Drache seine Wut ausgelassen hatte, fühlte er sich wohler und in seinem Herzen dachte er, dass er von dieser Seite her nie wieder würde gestört werden. Indessen hatte er noch eine andere Rechnung zu begleichen. Fassreiter! Euer Fass kam von der Wasserseite her. Ihr kam zweifellos den Strom herauf. Euer Geruch ist rätselhaft. Aber wenn ihr schon nicht einer von diesen Menschen am See seid, so hattet ihr doch ihre Hilfe. Ha, jetzt werde ich ihn ins Gedächtnis rufen, wer der wahre König unter dem Berg ist. Er erhob sich in einer Wolke von Feuer und flog hinweg, südwärts zum eiligen Wasser. Unterdessen saßen die Zwerge in der Finsternis. Tiefe Stille lastete auf ihnen. Sie aßen wenig und sprachen wenig. Sie konnten die Zeit nicht messen und wagten kaum, sich zu rühren. Als sie fast erstickt und betäubt vom Luftmangel waren, konnten sie es nicht länger ertragen. Wir wollen versuchen, ob die Tür zu öffnen ist. Ich muss Wind auf meinem Gesicht spüren, sonst sterbe ich. Lieber von Smaug im Freien zerschmettert werden, als hier drinnen jämmerlich ersticken. Einige Zwerge standen auf und krochen dorthin zurück, wo die Tür einmal gewesen war, aber weder Schlüssel noch Zauber, die diese Tür einmal bewegt hatten, würden sie je wieder öffnen. Wir sitzen in der Falle. Dies ist das Ende. Hier werden wir sterben. Kommt!
Solange noch Leben da ist, ist auch Hoffnung da. Der einzige Weg hinaus führt hinunter. Und diesmal meine ich, wäre es am besten für euch, wenn ihr alle mich begleiten würdet. In ihrer Verzweiflung stimmten sie zu, und Thorin war der Erste, der an Bilbos Seite hinabging. Seid bitte wirklich vorsichtig und so still, wie ihr nur sein könnt. Es kann sein, dass kein Smaug dort unten liegt, aber es kann auch sein, dass er doch dort liegt. Wir wollen keine überflüssigen Gefahren eingehen. Tief, tief hinabschlichen sie. Kurz vor dem Stollenende, so gut er das abschätzen konnte, streifte Bilbo den Ring an seinen Finger und ging voraus. Aber es war gar nicht nötig. Die Finsternis war vollkommen. Alle waren unsichtbar, mit Ring oder ohne Ring. Aber nichts rührte sich. Kein Lichtschimmer war zu sehen, und doch schien es Bilbo, als ob dort etwas Bleiches und Weißes schimmerte. Über ihm, weit fort in der Dunkelheit. Jetzt möchte ich aber doch wissen, was in aller Welt Smaug treibt. Ich glaube, Smaug ist heute nicht zu Hause. Heute Morgen, heute Nacht oder was für eine Tageszeit es immer ist. Licht. Kann jemand Licht machen? Die Zwerge sahen nun, wie der kleine dunkle Umriss des Hobbits in die Halle ging. Dann und wann konnten sie ein leises Klingen erlauschen, wenn er über irgendetwas Goldenes stolperte. Das Licht wurde immer kleiner, während er tiefer in die riesige Halle wanderte. Dann begann Bilbo, den großen Schatzberg zu erklimmen. Bald stand er auf der Spitze. Jetzt sahen die Zwerge, wie er sich kurz niederbeugte, aber den Grund kannten sie nicht. Es war der Arkenjuwel, das Herz des Berges. Bilbo erriet es aus Thorins Beschreibung. Wirklich, zwei solche Edelsteine konnte es nicht geben, selbst in einem so wunderbaren Schatz nicht, nicht in der ganzen Welt. Die ganze Zeit schon hatte dieser weiße Schein vor Bilbo geleuchtet und seine Schritte zu sich hingelenkt. Es verschlug ihm den Atem. Vor seinen Füßen leuchtete der große Edelstein im eigenen inneren Licht, und doch nahm der Juwel, der von den Zwergen, die ihn vor langer, langer Zeit aus dem Herzen des Berges ausgegraben, geschnitten und geschliffen hatten, jeden Strahl auf, der auf ihn fiel, und verwandelte ihn in 10.000 Funken weißen Glanzes, durchsetzt mit regenbogenfarbigen Glitzern. Plötzlich streckte Bilbo, von seinem Zauber angezogen, den Arm nach ihm aus und versenkte ihn in seine tiefste Tasche. Nun bin ich in der Tat ein Dieb. Zwar irgendwann muss ich es den Zwergen einmal erzählen, aber das hat ja Zeit. Sie haben doch selbst gesagt, dass ich mir meinen Anteil heraussuchen sollte. Nun, wenn ich die Wahl hätte, würde ich diese nehmen und Ihnen den ganzen Rest überlassen. Dennoch hatte er das unangenehme Gefühl, dass sich das Heraussuchen durchaus nicht auch auf diesen wunderbaren Juwel erstrecken sollte und dass er damit noch Ärger haben würde. Kommt! Smaug ist nicht zu Hause! Man brauchte die Zwerge nicht länger zu drängen. Da sie die Chance einmal hatten, brannten sie richtig darauf, die Halle auszukundschaften. Und für den Augenblick waren sie bereit zu glauben, dass Smaug nicht zu Hause war. Jeder nahm eine brennende Fackel, und dann irrten ihre erstaunten Blicke erst nach der einen Seite und dann nach der anderen. Sie vergaßen ihre Angst, vergaßen jegliche Vorsicht. Philly und Killy waren besonders guter Laune, denn sie fanden noch zahlreiche goldene Harfen, die mit Silbersaiten bespannt waren. Sie nahmen sie von der Wand und spielten darauf, und da es Zauberharfen waren und von dem Drachen, der für Musik nur ein sehr geringes Interesse hatte, nicht berührt worden waren, waren sie noch immer richtig gestimmt. Eine wunderbare Melodie, die hier schon lange nicht mehr erklungen war, erfüllte die dunkle Halle. Aber die meisten Zwerge waren praktischer veranlagt. Sie sammelten Edelsteine, stopften sie in ihre Taschen und was sie nicht tragen konnten, ließen sie mit einem Seufzer wieder aus der Hand fallen. Jetzt nahmen die Zwerge Panzer und Waffen von den Wänden und rüsteten sich. Thorin, wir sollten uns jetzt nicht um den Schatz kümmern, sondern um einen Fluchtweg. Wir haben unser Glück schon so lange auf die Probe gestellt. Jawohl. Ihr sprecht die Wahrheit. Wir wollen gehen. Ich werde euch führen. Nicht in 1000 Jahren werde ich die Wege in diesem Palast vergessen. Sie sammelten sich. Und während sie ihre Fackeln hoch über den Kopf hielten, durchschritten sie die offenen Tore.
aber sie schauten noch oft genug mit sehnsüchtigen Blicken zurück. Als sie am anderen Ende einige weitere Türen durchschritten hatten, drang das Geräusch fließenden Wassers an ihre Ohren und das graue Licht wurde plötzlich heller. Der Ursprung des eiligen Wassers. Von hier aus läuft es zum Haupttor. Folgen wir ihm. Und plötzlich sahen sie weitflutendes Tageslicht vor sich. Ein hoher Rundbogen erhob sich, an dem noch Überreste alten Schnitzwerks zu erkennen waren. Goldene Strahlen fielen auf das Pflaster der Türschwelle. Es scheint, der Morgen geht vorüber. Und es dürfte längst Frühstückszeit sein. Wenn überhaupt von einem Frühstück die Rede sein kann. Aber ich glaube nicht, dass Smaugs Torschwelle der sicherste Platz für eine geruhsame Mahlzeit ist. Bitte gehen wir irgendwo hin, wo wir für ein Weilchen ruhig sitzen können. Sehr richtig. Und ich denke, ich weiß auch den Weg, den wir nehmen sollten. Der alte Ausguckposten auf der südwestlichen Seite des Berges wäre der richtige Platz für uns, sagte Balin, der diesen Platz aus vergangenen Tagen kannte. Und Thorin bestimmte: Kommt, los, wir wollen Balins Fahrt aufnehmen. Die ganze Nacht hindurch wachte einer von ihnen, aber als der Morgen kam, hatte keiner Anzeichen einer Gefahr gehört oder gesehen. Immer dichter jedoch sammelten sich Vogelschwärme. Ihre Schatten kamen von Süden geflogen und unaufhörlich schrien und klagten die Krähen, die den Berg nie verlassen hatten. Etwas Merkwürdiges geschieht. Die Zeit für den Herbstzug ist vorbei. Und dies sind Vögel, die im Land bleiben. Da sind Stare und ganze Scharen von Finken. Und weiter drüben kreisen zahllose Aaskrähen, als sollte hier eine Schlacht stattfinden. Da ist auch die alte Drossel wieder. Sie ist offenbar davongekommen, als Smaug die ganze Bergseite zerschmetterte. Die alte Drossel flog heran und setzte sich dicht vor ihnen auf einen Stein. Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Aber ich kann leider der Rede dieser Vögel nicht folgen. Sie ist zu schnell und zu schwierig. Könnt ihr sie vielleicht verstehen, Beutlin? Nicht sehr gut. Aber der alte Bursche scheint furchtbar aufgeregt zu sein. Ich wünschte bloß, es wäre ein Rabe. Als ich noch ein junger Zwergenbursche war, kannte ich ein gescheites, berühmtes Rabenpaar. Den alten Karg und seine Frau. Aber ich glaube nicht, dass sich noch einer vom alten Stamm hier aufhält. Jetzt fliegt sie weg. Wohin? Wir verstehen sie nicht, aber ich bin sicher, dass dieser alte Vogel uns verstanden hat. Haltet gut Wache und seht zu, was geschieht. Nicht lange, und sie hörten ein Flügel schlagen. Die Drossel kehrte zurück. Und mit ihr kam ein hochbetagter, außerordentlich großer Rabe. Steif setzte er sich vor ihnen auf den Boden, schlug müde ein paar Mal mit den Schwingen und hüpfte Thorin entgegen. O Thorin, Sohn von Drein und Balin, Sohn von Fundin, ich bin Roeg, Sohn von Karg. Jetzt bin ich Herr der großen Bergraben. Wir sind nur wenige, aber wir erinnern uns gut an den König der alten Zeiten. Die meisten meines Volkes sind unterwegs, denn es stehen im Süden wichtige Ereignisse bevor. Ereignisse, die euch freuen, aber auch andere, die euch Sorge machen werden. Schaut, die Vögel kommen aus Süd und Ost und West zum Berg und nach Dahl zurück, denn das Wort geht um. Smaug ist tot. Smaug ist... Ja, tot. Die Drossel hier, mögen ihr nie die Federn ausfallen, sah ihn sterben. Wir dürfen ihren Worten glauben. Sie sah ihn in der Schlacht von Seestadt fallen, 3 Nächte zuvor, beim Aufgang des Mondes. Smaug ist tot. Soweit die erfreuliche Seite, Thorin Eichenschild. Ihr könnt ohne Gefahr zu eurem Palast zurückkehren. Der ganze Schatz ist euer. Im Augenblick. Aber viele versammeln sich, nicht nur die Vögel.
Die Nachricht vom Tod des Wächters ist weit und breit im Land umgegangen. Und die Sage, die Jahr um Jahr von dem Reichtum Troas erzählt wurde, ist nie aus dem Gedächtnis geschwunden. Viele sind begierig, einen Anteil an der Beute zu bekommen. Schon ist ein Elbenheer im Anmarsch. Am See murren die Menschen, dass sie all ihr Leid den Zwergen verdanken. Denn sie sind obdachlos und viele starben. Smaug vernichtete ihre Stadt. Auch sie wollen einen Teil von eurem Schatz. Ob ihr nun lebt oder ob ihr tot seid. Smaug ist tot. Eure Klugheit muss entscheiden, was ihr tun wollt. Aber 13, das ist nur ein kleiner Rest des mächtigen Volkes von Durin, das einmal hier lebte und heut weit zerstreut ist. Wenn ihr auf meinen Rat hören wollt, so traut nicht dem Meister der Seemenschen, sondern dem, der den Drachen mit seinem Bogen erschossen hat. Es ist Bart aus dem Stamm von Dahl, Abkomme Girions. Er ist ein grimmiger, aber gerechter Mann. Ihm vertraute auch die Drossel hier. Sie sagte ihm, wo der Drache verwundbar sei. Und er verstand sie. Das hat sie von... Wir möchten nach all der Verwüstung wieder Frieden sehen zwischen Zwergen und Menschen und Elben, wie es früher war. Aber es kann euch viel Gold kosten. Ich habe gesprochen. Unser Dank, Roek Karksohn. Ihr und euer Volk sollen nicht vergessen werden. Aber kein Gran unseres Goldes soll Dieben oder Gewalttätigen zufallen, solange wir noch einen Atemzug tun. Wenn ihr uns mehr noch zur Dankbarkeit verpflichten wollt, fliegt zu meinem Vetter Dain in die Eisenberge, denn er hat viele gute bewaffnete Leute und wohnt uns am nächsten. Bittet ihn um höchste Eile. Ich heiße diesen Entschluss weder gut noch schlecht, aber ich will tun, was getan werden kann. Der Rabe flog davon, und die Zwerge kehrten eilig in ihren Berg zurück. Sie begannen hart zu arbeiten, denn sie mussten den Haupteingang befestigen. Schon war das Tor durch eine Quadermauer gesperrt, die zwar ohne Mörtel gebaut, aber nichtsdestoweniger mächtig und hoch war. Scharten waren ausgespart, durch die man beobachten oder schießen konnte. Aber einen Eingang hatten die Zwerge nicht freigelassen. Hinein und hinaus kletterten sie mit Leitern. Material hieften sie mit Tauen hoch. Dann kam eine Nacht, in der vor ihnen in der Stadt Dahl viele Lichter von Lagerfeuern und Fackeln aufflammten. Sie sind da, und ihr Lager ist sehr groß. Sie müssen unter dem Schutz der Dämmerung auf beiden Seiten des Flusses ins Tal gekommen sein. In dieser Nacht schliefen die Zwerge wenig. Noch war das Morgenlicht schwach, als eine Schar sich ihnen näherte. Menschen vom See, kriegsmäßig bewaffnet und Bogenschützen der Elben. Wer seid ihr? Die ihr kommt, als wolltet ihr Krieg tragen zu den Toren von Thorin, Sohn von Thrain, König unter dem Berg. Was wollt ihr? Aber sie antworteten nicht auf Thorins Fragen. Einige wandten sich rasch zurück, die anderen gafften noch eine Weile das Tor an und seine Befestigung, und dann folgten sie ebenfalls. An diesem Tage wurde das Lager verlegt, mitten zwischen die ausgreifenden Bergflanken. Die Felsen hallten von Stimmen und Liedern wieder, wie sie es für eine lange, lange Zeit nicht mehr getan hatten. Auch Elbenharfen waren zu hören und süß klingende Musik. Und wie das Echo heraufdrang, war es, als erwärmte sich die kalte Luft. Und ein Duft von Waldblumen und Frühling stieg zu den Zwergen hinauf. Da wünschte Bilbo nichts sehnlicher, als aus der dunklen Festung zu entfliehen. Er wollte hinuntergehen und an der Fröhlichkeit und dem Schmaus am Lagerfeuer teilnehmen. Auch einige der jüngeren Zwerge waren gerührt und murmelten, dass ihnen ein anderer Ausgang ihres Abenteuers lieber gewesen wäre und dass sie dieses Volk draußen besser als Freunde willkommen heißen sollten. Doch Thorin schaute finster drein. Am nächsten Morgen sahen sie früh eine Schar Speerträger den Fluss überqueren und das Tal heraufkommen. Mit sich führten sie das grüne Banner des Elbenkönigs und das blaue Banner vom See. Sie kamen heran, bis sie dicht vor der Mauer unter dem Eingang standen. Wer seid ihr?
die ihr in Waffen zu den Toren Thorins, des Sohns von Trein, König unter dem Berg, kommt. Ein großer Mann schritt nach vorn. Gruß, Thorin! Warum verschanzt ihr euch wie ein Räuber in seiner Höhle? Noch sind wir keine Feinde. Wir freuen uns, dass ihr, was keiner zu hoffen wagte, noch am Leben seid. Jetzt aber, da wir euch hier treffen, ist es angebracht, Unterhandlung zu führen und Rat zu halten. Wer seid ihr und worüber wollt ihr unterhandeln? Ich bin Bart. Durch meine Hand wurde der Drache erschlagen und euer Schatz befreit. Geht euch das nichts an? Mehr noch, ich bin Abkomme und rechtmäßiger Erbe Girions von Dahl. Und in eurem Schatz befindet sich manches aus seinem Schatz und seiner Stadt, was der alte Smaug gestohlen hat. Ist das nicht eine Angelegenheit, über die gesprochen werden muss? Weiter zerstörte Smaug in seiner letzten Schlacht die Wohnungen der Menschen von der Seestadt. Und noch diene ich ihrem Meister. Ich will für ihn sprechen und fragen, ob ihr kein Herz habt für die Sorgen und das Elend seines Volkes. Sie halfen euch in eurem Elend und als Dank habt ihr, wenn auch ungewollt, ihnen einzig Zerstörung gebracht. Nun, dies waren ehrliche und gerechte Worte, so stolz und grimmig sie auch gesprochen wurden. Bilbo dachte, dass Thorin dies auch sogleich zugeben würde. Natürlich erwartete Bilbo nicht, dass sich irgendjemand jetzt daran erinnerte, wie einzig und allein er die verwundbare Stelle des Drachen entdeckt hatte. Und daran tat er gut, denn keiner erwähnte es. Aber Bilbo hatte auch nicht damit gerechnet, was Gold, auf dem ein Drache lange gebrütet hat, für eine unwiderstehliche Macht ausübt. Und was in den zwergischen Herzen vorgeht, blieb ihm immer ein Rätsel. Ihr setzt eure anfechtbarste Forderung an die letzte und wichtigste Stelle. Kein Mensch hat Anspruch auf den Schatz meines Volkes, weil Smaug, der in Stahl ihm Haus und Leben raubte, der Schatz gehört nicht ihm. Also können auch Smaugs Untaten nicht damit bezahlt werden. Güter und Hilfe, die wir den Menschen vom See verdanken, werden wir anständig bezahlen in angemessener Frist. Aber nichts geben wir unter Druck und Gewalt her, nicht einen roten Heller. Packt euch jetzt, ehe die Pfeile schwirren. Wenn ihr noch einmal mit mir reden wollt, so schickt zuerst das Elbenmeer heim, in die Wälder, wohin es gehört. Und dann kehrt zurück und legt eure Waffen nieder, wenn ihr der Torschwelle naht. Der Elbenkönig ist mein Freund. Er hat dem Volk am See in seiner Not beigestanden und das, ohne dass es einen Anspruch hatte, einzig aus freundnachbarlicher Hilfe. Wir geben euch Zeit, eure Worte zu bereuen. Nehmt euren Verstand zusammen, ehe wir wiederkehren. Noch ehe einige Stunden verflossen waren, kamen die Bannerträger zurück. Trompeter traten vor und bliesen ein Signal. Im Namen von Seestadt und im Namen des Waldes, wir sprechen zu Thorin, Treins Sohn Eichenschild, der sich König unter dem Berg nennt. Wir fordern ihn auf, die vorgetragenen Ansprüche anzuerkennen, sonst sei er zum Feinde erklärt. Da ergriff Thorin einen Hornbogen und schoss einen Pfeil auf den Sprecher. Er schlug in den Schild und blieb zitternd stecken. Wenn das eure Antwort ist, so erkläre ich den Berg für belagert. Ihr sollt erst abziehen können, wenn ihr selbst um Frieden und Unterhandlung bittet. Rechnet nicht mit bewaffneten Angriffen. Wir liefern euch eurem Gold aus. Esst es auf! Wenn es euch gefällt. Damit eilten die Botschafter rasch davon. Die Zwerge blieben zurück und waren sich selbst überlassen. Elend langsam gingen die Tage vorüber. Die meisten Zwerge brachten ihre Zeit damit zu, den Schatz zu ordnen und aufzustapeln. Und jetzt sprach auch Thorin vom Arkenjuwel
und bat sie eindringlich, in jeder Ecke nach ihm zu suchen. Denn der Archenjuwel meines Vaters ist mir mehr wert als ein ganzer Fluss aus Gold. Und für mich ist er überhaupt jenseits aller Werte. Diesen Stein erkläre ich als mein ausschließliches Eigentum. Und ich werde mich an jedem rächen, der ihn findet und verbirgt. Bilbo hörte das und bekam es mit der Angst zu tun. Trotzdem erwähnte er kein Wort. Denn als das Elend dieser Tage immer größer wurde, begann ein Plan in ihm zu reifen. Die Zeit verging. Aber eines Tages brachte der alte Rabe die Nachricht, dass Dain mit mehr als 500 Zwergen von den Eisenbergen herbeieilte und nur noch 2 Tagesmärsche von Dal entfernt war. Sie rückten von Nordosten an. Unbemerkt werden sie den Berg nicht erreichen. Und ich fürchte, es wird im Tal zur Schlacht kommen. Eine Schlacht aber heiße ich nicht gut. Denn obgleich Deins Zwerge ein kampfgewohntes Volk sind, werden sie kaum in der Lage sein, das Heer, das euch belagert, zu besiegen. Und selbst wenn es ihnen gelingt, was werdet ihr dabei gewinnen? Winter und Schnee folgen Dein auf den Fersen. Wie wollt ihr Lebensmittel ohne die Freundschaft und das Wohlwollen der Länder ringsum erhalten? Der Schatz wird dann wahrscheinlich euer Tod sein, obgleich es keinen Drachen mehr gibt. In dieser Nacht raffte Bilbo sich auf. Der Himmel war schwarz und mondlos. Als es vollständig dunkel geworden war, begab er sich in eine Ecke der Halle, gleich am Tor, und zog aus seinem Bündel ein Seil hervor. Den Archenjuwel wickelte er in einen Lappen. Dann kletterte er auf die Quadermauer, streifte seinen Ring über, befestigte das Tau, glitt die Mauer hinunter und war verschwunden. So kam es, dass etwa 2 Stunden, nachdem er sich aus dem Tor gestohlen hatte, Bilbo an einem warmen Feuer vor einem großen Zelt saß und neben ihm saßen und starrten ihn immer noch wie ein Weltwunder an, der Elbenkönig und Bart. Ihr wisst, dass diese ganze Geschichte ein Unding ist. Und was mich persönlich angeht, ich bin es satt. Ich will zurück nach Hause, wo die Leute vernünftig sind. Aber ich habe ein geschäftliches Interesse an der Sache. Um genau zu sein, mein Schatzanteil beläuft sich auf ein 1/14. Wie ein Brief besagt, den ich glücklicherweise aufgehoben habe. Aus der Brust seines alten Rocks, den er immer noch über seiner Rüstung trug, zog er den eng gefalteten, zerknitterten Brief Thorins. Jenen Brief, den er unter der Uhr auf dem Kaminsims gefunden hatte. Im Mai. Ein Anteil an den Gewinn, versteht ihr, mein lieber Bart? Ich will nichts anderes als allen Beteiligten Kummer ersparen. Und jetzt möchte ich euch ein Angebot machen. Lasst hören. Ihr sollt es sehen. Hier ist es. Er zog den Archenjuwel heraus und warf die Verpackung weg. Selbst der Elbenkönig, der an den Anblick erlesener Schönheit gewöhnt war, stand vor Verwunderung auf. Auch Bart schaute und staunte und sagte kein Wort. Es war, als ob eine Kugel mit Mondlicht gefüllt wäre und vor ihnen in einem Netz hinge, das aus den Strahlen kühl glitzernder Sterne gewebt worden war. Dies ist Dreins Archenjuwel, das Herz des Berges. Und es ist auch Thorins Herz. Er schätzt es mehr als einen ganzen Fluss aus lauterem Gold. Ich gebe es euch. Ich will euch helfen, damit ihr leichter mit Thorin verhandeln könnt. Und damit gab Bilbo, nicht ohne dass ihm ein Schauer den Rücken hinunterlief, mit einem leisen Zögern des Bedauerns den wunderbaren Stein an Bart. Bart hielt ihn ganz benommen in der Hand. Aber wieso gehört er euch? Und ihr könnt ihn hergeben? Ach, so ganz richtig gehört er mir wohl nicht. Aber ich bin bereit, für den Juwel auf alle meine Ansprüche zu verzichten. Versteht ihr? Mag sein, dass ich ein Meisterdieb bin. Jedenfalls nennen sie mich so. Ich selber habe mich wirklich nie als einer gefühlt. Aber ich bin ein ehrlicher Meisterdieb, hoffe ich. Mehr oder weniger jedenfalls. Ja. Und jetzt gehe ich zurück und die Zwerge mögen mit mir anstellen, was sie wollen.
Ich hoffe, ihr jedenfalls findet meine Absicht gut. Bilbo Beutlin, ihr seid es mehr wert, die Rüstung eines Elbenprinzen zu tragen, als mancher, der hübscher darin aussah. Aber es sollte mich wundern, wenn Thorin Eichenschild eure Tat nicht anders einschätzt. Ich kenne die Zwerge vielleicht besser als ihr. Und so rate ich euch, bleibt bei uns. Ihr sollt uns in Ehren dreifach willkommen sein. Jedenfalls herzlichen Dank, aber ich meine, dass ich meine Freunde nicht verlassen darf. Sie mochten sagen, was sie wollten, Bilbo war nicht zum Bleiben zu bewegen. Eine Eskorte geleitete ihn, und als er ging, grüßten ihn sowohl der König als auch Bart mit Ehrerbietung. Wie sie durchs Lager kamen, stand ein alter Mann, der einen dunklen Mantel trug, vor einem Zelteingang auf, wo er gerade gesessen hatte. Er schritt ihnen entgegen. Gut gemacht, Mr. Beutlin. Es steckt immer noch mehr in euch, als einer annehmen sollte. Es war Gandalf. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Tagen fühlte Bilbo sich wirklich glücklich. Aber da war keine Zeit, all die Fragen zu stellen, die sich ihm sofort aufdrängten. Alles zu seiner Zeit. Wenn ich mich nicht irre, geht euer Abenteuer seinem Ende zu. Allerdings steht euch sehr bald eine unerfreuliche Zeit bevor. Aber haltet durch. Es kann sein, dass ihr gut durchkommt. Es geht etwas vor, von dem selbst die Raben noch nichts gemerkt haben. Am nächsten Tag sah man, wie das Banner des Waldreiches und das des Sees herangetragen wurden. Eine Schar von 20 Leuten nahte. Am Anfang des schmalen Steiges legten sie Schwert und Speer nieder, und dann traten sie an die Mauer heran. Die Zwerge wunderten sich sehr, dass sich Bart und der Elbenkönig unter ihnen befanden. Vor ihnen stand ein alter Mann in Mantel und Kapuze und trug ein von starken Eisenbändern umfasstes Holzkästchen. Seid gegrüßt, Thorin! Seid ihr noch immer derselben Meinung? Meine Meinung ändert sich nicht mit einigen Sonnenauf- und Untergängen. Und es gibt gar nichts, für das ihr ein Gran eures Goldes abgeben wollt? Nichts, das ihr oder eure Freunde anzubieten hätten. Und wie ist es mit Trains Arkenjuwel? In diesem Augenblick öffnete der alte Mann das Kästchen und hielt den edlen Stein hoch. Weiß strahlend glänzte er im Morgenlicht. Fassungslos vor Staunen und Verwirrung stand Thorin da. Keiner sagte etwas. Lange Zeit währte das Schweigen. Dann brach schließlich Thorin die Stille und seine Stimme zitterte vor Zorn. Dieser Stein gehörte meinem Vater. Dieser Stein ist mein Eigentum. Wie käme ich dazu, mein Eigentum zu erkaufen? Doch wie fiel das Erbe meines Hauses euch in die Hände, falls es nicht sinnlos ist, Diebe danach zu fragen? Wir sind keine Diebe. Wir wollen euch euer Eigentum gegen unser Eigentum zurückgeben. Wie habt ihr ihn bekommen? Ich war es, der ihnen den Stein gab. Die Worte gingen ihm aus und er schüttelte Bilbo wie ein Kaninchen. Beim Barte von Durin! Ich wünschte, Gandalf wäre hier! Halt! Euer Wunsch ist erfüllt! Hier ist Gandalf! Und das zur rechten Zeit, scheint es. Wenn ihr meinen Meisterdieb auch nicht mögt, so krümmt ihm bitte kein Haar! Stellt ihn auf die Füße! Und dann hör zu, was er zu sagen hat. Ihr steckt alle unter einer Decke. Nie wieder will ich mit einem Zauberer und seinen Freunden etwas zu schaffen haben. Was habt ihr zu sagen, Rattensohn? Lieber Himmel, es ist mir außerordentlich peinlich, glaubt mir. Aber vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr gesagt habt, ich solle mir mein Vierzehntel selbst auswählen. Vielleicht nahm ich das allzu wörtlich. Ich habe mir sagen lassen, dass Zwerge in Worten höflicher sind als in Taten. Es gab ja mal eine Zeit, da schien es, als ob auch ihr überzeugt wäret, dass ich euch von einigem Nutzen war. Rattensohn, ist das eure Erkenntlichkeit, die ihr mir versprochen habt, Thorin? Nehmt es, wie es ist. Ich habe über meinen Anteil verfügt, wie ich es für richtig hielt, und lasst es gehen, wie es gehen muss. Das will ich.
Und damit will ich euch auch gehen lassen. Mögen wir uns nie wieder begegnen. Ich bin verraten. Ihr habt es richtig eingefädelt. Auf den Arkenjuwel kann ich nicht verzichten. Ich muss ihn wiedererlangen. Es ist der Schatz meines Hauses. Für diesen Stein will ich ein Vierzehntel des Hortes in Silber und Gold hingeben, abgesehen von den Edelsteinen. Das soll der versprochene Anteil des Verräters sein. Und mit diesem Lohn mag er gehen. Und ihr könnt teilen, wie ihr wollt. Wenig genug wird ihm übrig bleiben, daran zweifle ich nicht. Nehmt ihn jetzt, wenn ihr ihn lebendig haben wollt. Kein freundschaftliches Band verbindet mich mehr mit ihm. Und schon erwog Thorin, ob er nicht mit Hilfe Deins den Artenjuwel erobern und den Anteil Bilbos behalten konnte. So sehr lastete der verderbliche Zauber des Schatzes auf ihm. Bilbo wurde die Mauer hinuntergelassen und er ging mit einem Nichts für all seine Mühe. Abgesehen von der Rüstung, die Thorin ihm vorher schon gegeben hatte. Mehr als einer unter den Zwergen schämte sich tief im Herzen und trauerte über Bilbos Abschied. Wir lassen euch Zeit bis morgen. Mittags kommen wir zurück und dann werden wir sehen, ob ihr jenen Teil aus dem Schatz gebracht habt, der für diesen Stein ausgesetzt ist. Ist das ohne Trug geschehen, dann ziehen wir ab und das Elbenheer kehrt in den Wald zurück. Inzwischen lebt wohl. Damit gingen sie in das Lager zurück. Aber Thorin sandte Boten über Roek an Dain, ließ ihn davon unterrichten, was geschehen war, und bat ihn, rasch anzurücken. Der Tag verging und die Nacht verging. Am nächsten Tag sprang der Wind nach Westen um und es war dunkel und trübe. Noch war es früh am Morgen, als ein alarmierender Ruf im Lager umging. Eilboten waren gekommen und hatten berichtet, dass ein Zwergenheer am östlichen Ausläufer des Berges erschienen sei und den Eilmärschen auf Dahl zustrebte. Dain war gekommen. Trompeten riefen Menschen und Elben zu den Waffen. Sie wollten nicht kämpfen. Sie wollten warten, ob Thorin Wort hielt. Doch Dain ging plötzlich und ohne Signal stumm zum Angriff über. Aber noch plötzlicher nahte sich mit unheimlicher Geschwindigkeit eine Finsternis. Eine schwarze Wolke flog über den Himmel. Der Donner eines Wintergewitters rollte mit dem wilden Wind dröhnend heran und zerkrachte am Berg, während ein Blitz seinen Gipfel aufleuchten ließ. Und unter der Gewitterbank schwirrte eine andere Finsternis heran. Aber sie kam nicht mit dem Wind, sie kam als riesige Vogelwolke aus dem Norden. So dicht, dass das Tageslicht zwischen den Schwingen nicht mehr zu sehen war. Halt! Das war Gandalf. Mit erhobenen Armen stand er plötzlich da. Er allein zwischen den angreifenden Zwergen und den sie erwartenden Schlachtreihen der Elben und der Menschen. Halt! Unheil ist über euch alle hereingebrochen und viel schneller, als ich es erwartet hatte. Gleich fallen die Orks über euch her. Bolg aus dem Norden ist gekommen. Udain, Bolg, dessen Vater ihr in Moria erschlagen habt. Sie haben vom Tod Smaugs gehört. Auch sie wollen den Schatz. Seht, die Fledermäuse schwirren über ihrem Heer wie ein riesiger Heuschreckenschwarm. Sie reiten auf Wölfen. Überraschung und Verwirrung bemächtigte sich aller. Noch während Gandalf sprach, nahm die Dunkelheit zu, die Zwerge hielten an und starrten zum Himmel hinauf, die Elben sprachen alle durcheinander. Kommt, noch ist es Zeit, sich zu verraten. Dein Sohn von Nain. Möge rasch zu uns herüberkommen! Und so sah Gandalfs Plan aus, den er mit dem Elbenkönig und mit Bart fasste. Und mit Dain, denn der Zwergenfürst hatte sich mit ihm vereinigt. Die Orks waren die Feinde aller, und so waren jetzt alle anderen Streitigkeiten vergessen. Ihre einzige Hoffnung war, dass sie die Orks talauf zwischen die nach Ost und Süd sich erstreckenden Bergausläufer locken konnten. Thank you.
Schlacht. Das schlimmste Erlebnis, das Bilbo je widerfuhr und das er Zeit seines Lebens am meisten hasste. Gleich zu Anfang streifte er den Ring auf den Finger und verschwand aus dem Blickfeld. Plötzlich entstand ein Geschrei und vom großen Tor erklang Trompetengeschmetter. Sie hatten Thorin vergessen. Thorin Eichenschild hatte Hebebäume von innen ansetzen lassen. Krachend stürzte ein Teil der Mauer in die schützende Wasserfläche und hinaus rannte der König unter dem Berg und seine Gefährten folgten ihm. Da, wo das Tal breiter wurde, kam Thorins Angriff zum Stehen. Seiner Mitstreiter waren zu wenige, seine Flanken offen. Schon mussten die Stürmenden den Gegensturm auf sich anbranden sehen. Ich jammer. Ich habe manches Lied von mancher Schlacht gehört. Und ich habe immer gedacht, dass auch eine Niederlage ruhmreich sein kann. Aber sie scheint doch sehr ungemütlich zu sein. Um nicht zu sagen, betrüblich. Der Sturm zerriss die Wolken, die untergehende Sonne ließ den Himmel im Westen rot erglühen. Als Bilbo in der Dunkelheit das plötzliche Aufleuchten sah, drehte er sich um. Die Adler. Bilbo war begeistert, tanzte und schwenkte die Arme. Wenn die Elben ihn auch nicht sehen konnten, so hörten sie ihn doch. Bald nahmen auch sie den Schrei auf und er hallte im ganzen Tal wieder. In diesem Augenblick schlug schwer ein herabsausender Stein gegen Bilbos Helm. Bilbo stürzte auf den Felsboden und verlor das Bewusstsein. Als Bilbo wieder zu sich kam, war er buchstäblich nur zu sich selbst gekommen. Er lag auf den flachen Steinen des Rabenberges und keiner war bei ihm. Es war ein wolkenloser, wenn auch sehr kalter Tag. Bilbo klapperte mit den Zähnen und obgleich er so kalt wie Stein war, brannte sein Kopf wie Feuer. Jetzt möchte ich bloß wissen, was geschehen ist. Jedenfalls bin ich noch nicht einer der erschlagenen Helden. Aber ich vermute, dass auch das noch passieren kann. Stöhnend setzte er sich auf. Als er in das Tal hinausblickte, konnte er keine lebenden Orks mehr erspähen. Plötzlich gewahrte er einen Mann, der den Hang heraufkletterte und auf ihn zukam. Hallo? Hallo? Was ist los? Wer ruft da zwischen den Steinen? Ich bin es, Bilbo Beutlin, Thorins Kampfgefährte. Gut, dass ich euch gefunden habe. Man braucht euch. Und wir haben lange nach euch gesucht. Ihr wäret schon unter die vielen Gefallenen gerechnet worden, wenn der Zauberer Gandalf nicht gesagt hätte, dass er eure Stimme an diesem Platz zuletzt hörte. Man hat mich heraufgeschickt, damit ich euch hier zum letzten Mal suchen soll. Seid ihr sehr verletzt? Ein hässlicher Hieb auf den Kopf, nehme ich an. Zwar habe ich einen Helm und einen harten Schädel, aber ich bin krank. Und meine Beine fühlen sich wie Stroh an. Ich trage euch hinunter ins Lager. Kommt. Der Mann ging rasch und sicher. Und so dauerte es nicht lang und Bilbo wurde vor einem Zelt in Dal abgesetzt. Gandalf erwartete ihn. Er trug den Arm in einer Binde. Selbst der Zauberer war nicht ohne Verwundung davongekommen. Im ganzen Heer gab es nur sehr wenige, die die Schlacht ohne Schaden überstanden hatten. Als Gandalf Bilbo sah, war er hocherfreut. Beutlin, wirklich wunderbar. Ihr lebt, welche Freude. Gleichfalls. Ich zweifelte bereits an eurem Glück, das euch sonst immer beisteht. Kommt mit in mein Zelt. Sie traten ein. Gruß euch, Thorin. Ich habe ihn gebracht. Da lag Thorin Eichenschild, tödlich verwundet. Seine zerfetzte Rüstung und die schartige Axt lagen auf dem Boden. Bilbo kniete an Thorins Lager nieder. Leb wohl, König unter dem Berg. Dies ist ein bitteres Abenteuer, wenn es so enden muss. Und nicht ein Berg von Gold kann es gut machen. Aber ich bin froh, dass ich teilhatte an den Gefahren, die ihr durchstehen musstet. Das ist mehr, als ein Beutlin je verdient hat. Nein, es steckt mehr Gutes in euch, als ihr selber wisst. Mut und Weisheit in einem schönen Ebenmaß. Wenn mehr von uns Heiterkeit, gutes Tafeln und klingende Lieder höher als gehortetes Gold schätzen würden, so hätten wir eine fröhlichere Welt. Aber
traurig oder fröhlich. Ich muss euch jetzt verlassen. Lebt wohl. Bilbo drehte sich um. Er ging allein fort, setzte sich nieder und schlug eine Decke um die Schultern. Später erfuhr er, was geschehen war, während er betäubt dalag. Aber es machte ihm mehr Kummer als Freude. Als die Orks sich zum Herzog versammelten, hatten die Adler sogleich Verdacht geschöpft. Sie waren es, die die Orks dann von den Berghängen hinunterfegten, in die Abgründe stürzten oder schreiend und völlig verstört in die Arme ihrer Feinde trieben. Es hatte nicht lange gedauert, bis sie den einsamen Berg von Orks gesäubert hatten, und sowohl die Elben als auch die Menschen konnten von allen Seiten her ihren Freunden unten im Tal zu Hilfe eilen. Wo sind die Adler? Einige nehmen an der Verfolgung teil, aber die meisten sind zu ihren Horsten zurückgekehrt. Sie wollten nicht länger bleiben und schieden mit dem ersten Morgenlicht. Dain hat ihren Anführer mit Gold gekrönt und ihnen Freundschaft auf immer geschworen. Das tut mir leid. Das heißt, ich meine, ich hätte sie auch noch einmal gern gesehen. Vielleicht treffe ich sie auf dem Nachhauseweg. Jetzt kann ich doch bald nach Hause gehen, nicht wahr? Sobald ihr wollt. Sie begruben Thorin tief unter dem Berg. Und Bart legte ihm den Artenjuwel auf die Brust. Dort soll er liegen, bis der Berg stürzt. Möge er Thorins Volk Glück bringen. Der Schatz aber wurde von Dain, der jetzt der König unter dem Berge war, weise aufgeteilt. Unter all denen, die ihn mitgewonnen und mitverteidigt hatten. Bilbo, der von allen am reichlichsten belohnt werden sollte, lehnte ab. Nein, nein, sehr freundlich von euch. Wie in aller Welt sollte ich einen so großen Schatz ohne Mord und Totschlag den ganzen Weg nach Hause tragen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ebenso wenig weiß ich, was ich zu Hause mit ihm anfangen soll. Ich bin sicher, dass er in euren Händen besser aufgehoben ist. Schließlich stimmte Bilbo zu, zwei kleine Kisten zu nehmen, eine mit Gold und eine mit Silber. So viel ein kräftiges Pony eben gerade tragen konnte. Ja, das ist gerade das, was ich schaffen kann. Leb wohl, Balin. Und leb wohl, Dwalin. Leb wohl, Fili und Kili. Leb wohl, Dori, Nori, Ori, Oin, Kloin. Bifo, Bofo und Bombur. Mögen eure Bärte sich niemals lichten. Zum Berggewand fügte er hinzu: Leb wohl, Thorin, Eichenschild! Die Zwerge vor dem Tor verbeugten sich tief, aber die Worte blieben ihnen in der Kehle stecken. Balin gab ihm als letzter die Hand. Lebt wohl und viel Glück auf allen euren Wegen. Wenn ihr uns je wieder besucht und unsere Hallen wieder schön eingerichtet sind, so soll es ein wunderbares Fest werden. Und wenn ihr jemals bei mir zu Hause vorbeikommt, so klopft nicht erst an. Tee gibt es um 4. Aber jeder von euch ist zu jeder Zeit willkommen. Ihr auch und ganz besonders, Gandalf. Wenn auch eine Verabredung zum Tee vor ach wie langer Zeit mich in dieses Abenteuer stürzte. Nun, ihr habt es überstanden. Und ich bin sehr stolz auf euch, Mr. Beutlin. Ich danke euch, Gandalf. Lebt wohl. Lebt wohl, Bilbo. Lebt wohl. Und Bilbo machte sich auf den Heimweg. Nicht lange nach seiner Rückkehr begann er in der Behaglichkeit seiner Höhle seine Memoiren zu schreiben. Er nannte sie Dorthin und wieder zurück, Ferienreise eines Hobbits. Und obgleich nur wenige seinen Erzählungen glaubten, lebte er sehr glücklich als ein Freund der Elben, der Zwerge und eines Zauberers bis ans Ende seiner Tage. Und es muss gesagt werden, dass es noch außerordentlich lang war bis dorthin.